Liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und zu diesem neuen Interview von Conoscere TV. Heute stelle ich Ihnen das Buch Mr. James und Lou von Michel Wilbert Machado vor, welches beim Europa Buchverlag erschienen ist. Das ist ein Buch für Kinder und Erwachsene über Akzeptanz und Wertschätzung. Darüber sprechen wir mit der Autorin. Herzlich willkommen und guten Tag, Michel. Hallo, Herr Finistrella. Danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Bitte sehr. Und ohne zu viel zu verraten, geben Sie uns doch bitte einen Einblick in Ihre Geschichte. Also, worum geht es und welche Themen werden angesprochen? Die Geschichte handelt von einer Elster, die sich von der Gemeinschaft ausgeschlossen fühlte, weil sie anders war. Das Buch soll das Thema Diskriminierung und Mobbing den Kindern nahebringen. Und warum haben Sie dieses Thema ausgewählt? Als Kind habe ich wegen meiner Hautfarbe viele Probleme in der Schule gehabt. Und was Lou in der Geschichte mitmacht, ist ein Teil von meiner eigenen Geschichte. Also, was möchten Sie den Kindern damit vermitteln? Die Kinder, die das heutzutage leben müssen, sollen sich nicht verstecken, nicht unterkriegen lassen und sich nicht von der Gesellschaft vorschreiben lassen, wie man sein muss. Okay, das ist sehr wichtig für unsere Zeit. Ich würde sagen, immer aktuell. Und was sagen Ihre Freunde und Familie dazu, dass Sie dieses Buch geschrieben haben? Meine Familie und Freunde haben mich sehr gut unterstützt und finden das Ergebnis toll. Sie ermutigen mich, weiter zu schreiben, was ich auch sehr gerne tun möchte. Okay, das ist wichtig, so die Unterstützung von der Familie und von Freunden dabei zu haben. Und möchten Sie nur Kinderbücher schreiben oder haben Sie noch andere literarische Modelle? Also, ich habe sehr gut Fantasie zu schreiben. Im Moment schreibe ich eine Vampirgeschichte, die mir sehr am Herzen liegt. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, den zweiten Teil von Mr. James und Lou zu schreiben. Außerdem habe ich noch viele andere Ideen im Kopf. Ja, und hatten Sie schon eine Rückmeldung von Kindern oder Erwachsenen, die das Buch gelesen haben? Haben Sie sich gefreut? Ja, meine Familie, meine Mutter sogar, meine Kinder haben sich sehr gefreut. Ich finde die Geschichte sehr schön. Okay, und können Sie vielleicht ein bisschen von Ihrer persönlichen Geschichte erzählen? Also ein bisschen über Sie zu erzählen, zu den Lesern, zu den Zuschauern. Ja, Sie sollen sich nicht verstecken, egal wie, welche Hautfarbe man hat, also ist egal was, man soll sich niemals verstecken. Ja, und ich denke, das wäre sehr interessant für die Leser, für die Zuschauer zu erfahren, wie Ihr Lebenslauf bis jetzt war und damit sie besser kennenlernen können? Also früher habe ich immer sehr Angst, mich zu äußern oder irgendwo hingehen oder irgendwas sagen, weil ich habe immer diese Angst von früher, ne, von als Kind. Und weil ich sagen möchte, dass man soll sich niemals verstecken. Und liebe Michelle, sagen Sie uns, was wäre Ihr Wunsch, Ihr bester Wunsch mit diesem Buch, den Sie mit diesem Buch erreichen möchten? Ich hoffe, dass meine Geschichte vielen Kindern Mut geben kann. Ja, das ist sehr wichtig für uns. Und vielen Dank, liebe Michelle, für das tolle Interview und für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Glück mit dem Buch. Ich danke Ihnen. Mr. James und Lou von Michel Wilbert Machado ist ab sofort erhältlich, sowohl im Buchhandel als auch online als E-Book. Und es ist aus einer Zusammenarbeit mit dem Europa Buchverlag entstanden.